Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Rüdiger. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich bin mit dem Spiel zufrieden. Die Bodenverhältnisse waren natürlich extrem schwer für beide Mannschaften. Es war ein kampfbetontes Spiel. Erste FC Köln Amateure sind immer gut, weil die immer aus dem Profibereich sich verstärken können. Aber Rot-Weiß hat in der zweiten Halbzeit zugelegt und hat auch aus meiner Sicht völlig verdient kurz vor Schluss die beiden Tore gemacht. Aus meiner Sicht hochverdienter Sieg und so kann es weitergehen. Die Ecke in der ersten Halbzeit, wir waren als Zuschauer ein bisschen irritiert. Wie hast du es gesehen? Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin heute erst ziemlich spät gekommen. Ich bin erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit gekommen und kann jetzt also diese Frage gar nicht beantworten. Ich musste heute länger arbeiten und trotzdem, trotz diesen Wetters bin ich eben zu RWE. Das zeigt die Verbundenheit von uns Fans zu RWE. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde in der zweiten Halbzeit, wir haben die Mannschaft getragen. Also man hat gemerkt, da war mal wieder eine Stimmung da, die ich seit langem nicht mehr wahrgenommen habe. Wie hast du sie wahrgenommen? Ja, ich habe die Stimmung auch sehr wahrgenommen. Es gab ja schon mal Momente in dieser Saison, da war das nicht so. Aber jetzt ist wieder eine Einheit da zwischen den Fans, den Zuschauern und RWE. Jeder will den Aufstieg in die dritte Liga. Und ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass es klappen wird. Jetzt am Dienstag das schwere Spiel in Oberhausen. Da kann man durch den Sieg heute möglicherweise ein Unentschieden reicht. Aber warum sollen wir da nicht gewinnen? Dann nach Aachen. Das sind die beiden schweren Spiele, die jetzt kommen. Wenn sie die unbeschadet überstehen, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass es mit dem Aufstieg in die dritte Liga klappen wird. Darf ich dich noch fragen, warst du überrascht, dass der Jakob Goltz gestartet hat anstatt der Davari? Da war ich sehr überrascht. Der Davari wird ja die ganze Saison schon ziemlich kontrovers diskutiert bei uns Fans. Aber spätestens als Herr Neidhardt ihn zum Mannschaftskapitän gemacht hat, als Nachfolger vom Grote, habe ich eigentlich nicht mehr geglaubt, dass er den runternehmen kann. Weil er, das ist ja ein Vertrauensbeweis vom Trainer, wenn man den Torwart zum Mannschaftskapitän macht. Und deshalb war ich jetzt sehr überrascht. Ich meine, Goltz hat jetzt im Pokalspiel unter der Woche gegen Schonnebeck, hat er gut gespielt. Aus meiner Sicht hat er die bessere Perspektive, auch schon hinsichtlich der dritten Liga. Also jetzt gehe ich mal davon aus, dass der auch bis Ende der Saison im Tor bleibt. Und dann möglicherweise dann auch der Stammkeeper in der dritten Liga, wenn es denn zum Aufstieg kommt, werden wird. Ja, für den Jungen ist es doch gut und für uns auch. Ja, für uns ist es gut. Also ich habe das sowieso nie verstanden, dass der immer so fest an dem Davari gehalten hat. Ich meine, er hat seine guten Spiele gehabt. Ich sag mal, letzte Saison die Pokal gegen Leverkusen, das hat er ganz alleine für uns gewonnen. Also, aber die Zeit vom Davari ist, glaube ich, abgelaufen. Und beim Davari habe ich immer so das Gefühl, in der Strafraumbeherrschung hat er Defizite. Und die Tore, die er kriegt, da versucht er oft noch mal gar nicht, den Ball zu halten irgendwie. Das wird ihm ja auch angekreidet. Ja. Ne? So. Und der Goltz, der strahlt ja eine ganz andere Sicherheit aus. Ne? Und ich finde es richtig. Überrascht war ich trotzdem. Ja. Ich danke dir, Rüdiger. Ja, nur der RWE. Danke auch. Wir sind RWE!